Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier auf KDH von Thüringen, Version 3.101. Ja, ich bin noch angekommen in Händler und werde gleich unseren neuen Dolly anhängen. Mit dem pinken Reifen, also Felge. Das habe ich deswegen gemacht, nicht weil ich pink liebe, sondern einfach, dass ich die anderen unterscheiden kann. Ist es nicht besser wie bei den anderen, dann müssen wir überlegen, ob wir da mit Outboard-Anhänger was machen, ob wir da umtauschen, denn so eine Zicken mit blockierende Räder und so eine Dinger ungünstig. Ich möchte ja schnell arbeiten und da kann ich sowas nicht gebrauchen. Ob es nur an Dolly liegt oder der Lastwagen zu hoch ist an sich vom Gewichteverhältnis, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Dann müsst ihr einen Originalanhänger verwenden, mal ob das da auch so ist. Ne? Ein Mod kann immer ein bisschen, ich sag fehlerhaft in Anführungszeichen, ist für ein LKW optimiert. Ne? Und wenn ihr jetzt, normalerweise dürft das nichts machen, normalerweise. Ne? Wenn ich jetzt mit einem Dolly leer fahre, dann ist ja auch keine Probleme. Aber der Anhänger drückt anscheinend den so hoch, dass die Räder vom Traktor hinten praktisch kaum Kontakt haben und dadurch keine Wirkung zeigen. Und das ist dann vom Lenkverhalten auch ungünstig, ne? Wenn mir vorne gelenkt wird und naja, die Hinterräder im Prinzip keinen Widerstand haben, ne? Dann tanzt entsprechend, weil Dolly entsprechend hin und her, ne? Weil der auch im Prinzip beweglich ist, ne? Im LKW fällt das nicht so auf, weil da ja keine weiteren Räder sind, ne? Also nicht direkt zwischen LKW und Dolly an sich. Ne? So ein Traktor hast du ja flexibel und beim LKW hast du das nicht. So. Mal schauen, ob wir hinkriegen. Mir ist aufgefallen bei Kettle und Kopf, da kann man den Spiegel verstellen. Also nur ein kleiner Hinweis für die andere Folge, die ja im Prinzip heute eine Stunde kam. Wenn noch keiner mitbekommen hat, also bei mir ist das so, dass ich praktisch jeden Tag eine Folge von jeder von jedem Let's Play mache. Es mag den einen oder anderen zu viel sein. Wie gesagt, wenn jemand das und das gerne sieht, ist es okay. Ist dann auch ein bisschen so auch mit Absicht, deswegen mache ich hier auch Thüringen und die Marsch. Jeder hat andere Interessen. Dach. Die anderen, ne? Halt, ne? So, mal ganz kurz den anderen umstellen, hier unseren Düngerstreuer von Klee auf Luzerne bringen. Muss ich ganz kurz die Maus aktivieren. Gehen wir rüber. Die wollen wir nur ganz kurz den entlassen und kurz löschen. Wir fahren rüber zur Luzerne, ne? Ja, ob das hier weggeht, das Kleegras, weiß ich nicht. Ja, mal schauen. Hier können wir leichter mal zettern oder schwattern. 41. Machen wir 2. Mit 2 macht er sich leichter in den Kurven. Das ist dann die Bäume nicht so gefährlich. Hatte hier auf Klee auch kurz eine Fehlermeldung gehabt. Aber hier geht nicht anders. So, ersten Wegpunkt und geht schon. Mod reicht. Weiß nicht genau, wieso da nicht geflücht hat. Nicht zurücksetzen. Besuchen höchstens. Ah, er war schon da hier mit Mist. Mist. Blocking. Wenn er Blocking meldet, ist meistens der ausgeschaltet.
Anscheinend läuft er nur in bestimmten Zeit. Deswegen ist ganz gut, dass wir da Größen Eier haben. Ja. Jetzt arbeitet eine Weile. So, hier wollen wir her und testen. Dann ist das fertig. Man geht auf Schlag auf Schlag. Na, gerade vieles liegen lassen, ne? Naja, vielleicht mache ich dann auch lauen Lust verballen. Aber ich wollte probieren, ob das klappt mit dem einen Dolly. Ja, hier muss ich wahrscheinlich noch nacharbeiten. Ja, gut. Das schaue ich mir später an, also ist so nicht okay. Oder ich muss mir hier einen anderen Flug besorgen, was als für kleine Flächen oder was auch gehen würde für ja, so eine Gruppe, der Prinzip als Flug umgemodelt wurde. Ne? Das würde vielleicht ein bisschen besser sein. Vielleicht, vielleicht. Mal schauen. Und da ist sie überhaupt nicht geflügt worden, wo normalerweise. Soll ja hoch runter gehen, ne? Na gut, rechne ich aus. Muss ich mal schauen, ob ich da jetzt so gut wie möglich hingefahren komme. Ja, das kann sein. Probieren, ne? Ansonsten müssen wir einiges wegschieben, oder? Ist halt wie ein reelles Leben, ne? Schau ich aktuell nicht nach dem Dolly, wie der aussieht. So, fahr einfach zurück. Würde wie die Technik normalerweise übel nehmen. Ich muss die Flüge mal entsorgen oder verkaufen oder anderweitig die Flüge, die Förderbänder. Die Silage möchte ich eigentlich mit einem Radlader machen. Mit Crossplay. Da muss man noch ein bisschen gucken. Da hat hier Sebastian mir so ein Video gemacht, da mal reinschauen. Aber das muss ich erst dann machen, wenn es soweit ist. Sonst, ich vergesse das derzeit wieder. Wenn es ein paar Mal mit Zelda gemacht hat, dann geht's. So. So, mal zurückfahren, mal schauen, wie er aussieht. Er hängt ja ziemlich weit oben, ne? Klar, die Füße da hinten, ne? Mal schauen, wie er jetzt reagiert. Ja, der hebt ihn hoch, da. Wieso ist denn da jetzt dran, ne? Dieser Fuß. F1. Automodus, Abdeckung öffnen. Muss ich mal gucken, auf G gehen. Und da was. Spanngurte. Das ist, glaube ich, eher ein Problem. Er lenkt jetzt auch nicht mehr. Man sieht gleich, es klappt nicht. Also am Dolly liegt es nicht, das liegt eher am Anhänger. Mit der Zeit macht er noch was, ne? Muss das mal irgendwo abstellen, wo es nicht stört. In der Halle rein. Oder ich muss das hier ranstellen. Das ist auch ungünstig. Okay, fahre ich nicht. Links höchstens. Ja, das haut mich hin. Das ist eher was für ein LKW, so. Mal gucken. Umschlag auf hinteren.
und Z. So, da hängen wir wieder ab. Weil ich bin nämlich nicht mehr zufrieden. Und ich nehme einen LKW. Der eine ist im Kuhstall und der andere ist, wo ist der? Hatte ich auch irgendwo. Keine Ahnung, war Lichtanhänger oder so. Oder ist es hier im anderen beim Blauen auch so? Wo ich mal dabei bin, ne? Kann man ja gucken. Oder ich muss mir hier so ein Ding besorgen. Autoanhänger ohne Dolly. Und zwar von Friesenjung. Denn. Oh, der Ring hat aufgehört. Weil der Anhänger ist ein bisschen von der Ladefläche ein bisschen kleiner. Also die Menge an Ballen. Das ist bei den Mengen, was wir haben, ungünstig. Und ich wollte den anderen auch eigentlich doppelt zweimal nehmen. Also zwei. Bei den Mengen, was wir haben, ist ganz gut, dass wir hier zwei hintereinander haben. Das ist hier so ähnlich. Wir müssen mal gucken, ob hier die Reifen in die Höhe gehoben werden. Oh ja. Muss mal gucken, ob das mit der Maus zu machen ist. Ah, geht auch nichts. Den kriegen wir in die Höhe gehoben. Warum ist eigentlich da jetzt eine Stempel? Okay, da mal stehen. Ja, wir müssen einen Ball einsammeln, ne? der LKW, wo ist der LKW? Durchschalten. Den meinte ich nicht. Der wäre auch mehr was für die Straße. Nicht kein Acker. Fahrzeug. Wo habe ich den mir gelassen? Ah, hier drüben klappt schon mal. Wird dunkel. Das ist mal wichtig. Hier. Gülle fast. Da habe ich keine Probleme gehabt. Dann auf zum Hof 3. Ball einsammeln. Also hier ist ja so, das ist hier anders. Hier ist zwischen Walli Deichsel und mit dem, dem Punkt da drauf in der Mitte ist da irgendwie günstiger, glaube ich. Obwohl ich hatte vorher auch keine Schwierigkeit gehabt, da fand ich am Mod, ich weiß es nicht, ob das daran liegt, ob der Bodenkontakt dadurch schlechter ist, kann ich mir nicht vorstellen. Weg. Ja, übrigens, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, auch wenn es spät ist. Entschuldigung dafür. Wie gesagt, wenn Probleme anstehen, was nicht so funktioniert, wie funktionieren soll, dann bin ich ein bisschen auf hier geradeaus. Entschuldigung. Also nicht ablenken lassen, was fertig machen und dann sehr oft bin ich dabei und dann wiederum mache ich dann plötzlich andere Arbeiten, die ich gar nicht so gedacht hatte, dass ich die machen will und werde dann nicht fertig, ne? Und so. Ne, so wie jetzt im Flug immer noch nacharbeiten, das ist auch nicht zufriedenstellend, aber wie gesagt, das ist ja, da wird noch Gras aussehen oder irgendwas anderes, ich weiß nicht genau. Der meldet schon wieder Regen, ich drehe durch. Aber das ist hier so, also Thüringen ist extrem regenreich. Ich weiß nicht genau, ob das im Geomod Änderung schon durch ist. Eigentlich nicht. Man soll ja im Winter tauschen, ne? Ich habe ja dummerweise. Ja, der Missfahrer kippt ab. Das sind nur so kleine Beträge, die wir bekommen. Veredeln unser Stroh und unser, ja, von den Tieren, die Überreste, ne?
So, schnell den Ball. Mal sehen, ob das da genauso ist. Ansonsten muss ich mir überlegen, ob ich den Mod unten rechts rausnehme. Denn es bringt ja nichts, wenn wir da nur Schwierigkeiten haben. Ne? Halt deaktivieren oder mal Update aufbringen. Ne? Ob dann besser ist. Mal schauen. Jetzt werde ich mal den alten Mod sichern. Und dann, naja, gut, wenn nicht funktioniert, kann man ja nicht rauchen. Das ist ja so, ne? Ja, dann haben wir unsere Sonnenblumenfelder alle gedüngt. Ja, Getreide eh. Und mehr habe ich gar nicht, ne? Rübenfelder überlegt mal als Kauf. Aber später halt, ne? So, der steht jetzt. Ja, Bremsen klappt gut. Der. Guck, er fährt mit Spiegel. Man kann unten rechts sehen, Prozent durchdrehen. Vielleicht ganz schön heftig für ohne Belastung, ne? Da muss ich mal schauen, ob das ähnlich ist. Weil an sich ist der Dolly und so. So. Das muss ja eigentlich höher sein, damit unterfahren kann. Ne? Ja, besseren Kontakt. Na, dann fahren wir rüber zur Wiese. Ne? Klar, drehen wir hier durch, kommen auch immer. Feuchte Untergrund. Wo normalerweise. Muss ich mal schauen, wo das genau liegt. Oder ob das zusammenhängt mit anderen Mods zusammenhängt, mit dem Allrad und so. Weiß ich nicht. Schau mal, ne? Vom Fahren ist mich mal besser jedenfalls. Erster Eindruck. Mal schauen, wie ich die. Ich habe ja eigentlich das genommen mit dem Fan, dass Taktor auf dem Feld oder Wiese halt besser klarkommt wie ein LKW, ne? Auch wenn der LKW theoretisch Allrad hat und entsprechende grobe Bereifung, trotzdem sind die Reifen beim Traktor größer, ne? Das ist ja eine ganz andere Kraftübersetzung, als wenn du den LKW nimmst, ne? Das ist ja eigentlich optimiert für die Straße, ne? Gut, es gibt einige LKWs, die sind auch fürs Gelände gedacht, Militär und so, aber im Großen und Ganzen ist der so nicht vorgesehen. Ist ja auch eine Frage der Kosten. Wenn man alles haben will, ist extra und ist teuer. Aber die Ballen wollen wir noch einsammeln. Na, jedenfalls anfangen. Ja, da haben wir schon mal einen Fall gerammt, ne? Fall für die Haftpflicht, ne? Wieso? Hängt er sich da fest. Da muss ich mal ausnahmsweise mal einen starken Bauer nehmen. Da hatte ich zwischen Pfahl und LKW was bepackt. Ja, die Fußgänger kennen da nichts. Ja, ab und zu mal ist Kollision dabei, ne? Verkehrsschilder ja nicht, aber die Schilder, die Laternen schon. Sollten normalerweise keine Probleme bereiten. Aber schon werden wir nicht, ne? So, da sind wir. Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein, auf den heutigen Sonntag. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Ja. Noch ein bisschen nachpressen auf jeden Fall. Hier merkt man sofort, dass die Räder entsprechend einsacken.
und durchdrehen. Ja, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Begrüßt mal nochmal alle Zuschauer. Ne? Auch meine neuen. Freut mich drüber. Ist nur so ein kleiner Erfolgsschub. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, bis morgen, Montag wieder, ne? In aller Frische, wie immer, ne? Tschüss. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.